Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich. Und ihr fällt gerade auf, sie hat noch gar nicht ihre Ringe angezogen. Momentchen, machen wir das doch schnell, ne? Herzlich willkommen zum gemütlichen Sonntagsvideo. In diesem Violet Sunday mache ich mal wieder so eine Art Top und Flop. Ich nenne es jetzt Fehlkäufe und Favoriten. Und ich mache das bunt gemischt für das gesamte Beauty-Sortiment so ein bisschen und auch dekorative Kosmetik. Denn es sind in der letzten Zeit so ein paar Dinge eingezogen, die ich mal neu ausprobiert habe, wo ich festgestellt habe, so, okay, gut, ich brauche es halt irgendwie auf, aber bitte danach nicht mehr, ja. Und es sind mittlerweile ein paar neue Favoriten eingezogen. Und da würde ich sagen, gibt es jetzt ein kleines Update für euch, was aktuell da so in meiner Schublade liegt. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und wir starten direkt mal rein. Wo ich auf jeden Fall zum Glück seit Jahren absolut keine Fehlkäufe mehr tätige, beziehungsweise eigentlich nur noch Favoriten besitze, manche davon mal mehr und andere mal weniger, ist der Bereich Skincare. Weil da kommt es auch immer darauf an, was meine Haut gerade so braucht. Aber ihr wisst, ich benutze zwei Skincare-Marken jetzt die letzten 2,5 Jahre ungefähr. Das ist einmal Yepuda und es ist Beautymates. Und heute möchte ich nochmal über Beautymates sprechen, denn die haben ja vor kurzem ein neues Produkt gelauncht, nämlich den Retinol Youth Booster. Das ist auch fast jedes Mal irgendwie ein halber Zungenbrecher, wenn ich das ausspreche. Und ihr wisst nicht, wie viele Cuts ich in einem Video schon mal hatte, deswegen. Aber auf jeden Fall ist das dieser Booster von denen. Das ist ein hochkonzentriertes Retinol und das mische ich mir aktuell 2 bis 3 Mal die Woche. Es kommt ein bisschen drauf an, abends in meine Abendpflege rein. An den anderen Tagen benutze ich den Selbstbräuner Booster, aber der Retinol Youth Booster ist, seit er erschienen ist, auch einer meiner absoluten Favoriten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt Retinol so als festen Bestandteil in meine Abendskincare noch integrieren konnte. Nicht nur, wie es das Wort schon sagt, ist es natürlich auch ein Slow-Aging-Helfer, ne? Also hilft und unterstützt natürlich die Haut bei der Hautalterung, aber dem quasi entgegenzuwirken, so weit man das halt kann, ja? Ihr wisst ja immer Bescheid, wie ich über solche Themen spreche und denke. Wir altern alle, wir altern mit Würde, aber wir können es ja so ein bisschen, so ein kleines bisschen halt verbessern, das Altern, ja? Und da sind solche Produkte natürlich super klasse, auch wenn ihr jetzt so schon in meinem Alter oder auch etwas älter seid, könnt ihr damit auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und dabei unterstützt halt der Retinol Repair Effekt eure Haut dabei, sich von innen heraus zu erneuern. Ihr habt hier in diesem Youth Booster die höchst erlaubte Konzentration an Retinol, die man so verkaufen kann, sollte. Und deswegen ist es auch wirklich ein absolut hochkonzentrierter Booster, den ihr super, super gut ergänzt könnt und der euch auch auf jeden Fall guten Dienst erweisen wird. Ich kombiniere den dann am liebsten mit der Hyaluron Cream Lift jetzt im Moment abends. Das ist eine intensivere Tagespflege oder ganz generell halt Gesichtspflege, die ihr morgens genauso wie abends verwenden könnt, wo halt extra viel Hyaluron drin ist, für trockene Haut besonders gut geeignet und natürlich auch, wenn ihr schon etwas älter seid und in Kombination, liebe Leute, ein absolutes Traumduo, ja. Also entweder nehme ich die halt, um sie zu mischen mit dem Selbstbräuner Booster abends, weil die halt dann über Nacht auch nochmal richtig geil Feuchtigkeit spendet, oder halt hiermit. Damit seid ihr top versorgt und die Haut ist einfach wunderbar gepflegt und das Hautbild wird so viel ebenmäßiger. Das habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen nochmal festgestellt, wo ich jetzt Retinol auch ergänze. Habe. Hatte ich ja vorher noch nicht in der Form und muss sagen, ich möchte diesen Wirkstoff jetzt schon nicht mehr missen. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr das hier zum Beispiel halt verwendet, müsst ihr auch so, aber unbedingt dann an euren Sonnenschutz denken. Ganz, ganz wichtig. Aber ganz generell ist der super gut verträglich. Da braucht ihr keine Angst haben. Da ist extra verkapseltes Retinol drin, dass das halt von der Haut auch besser verarbeitet werden kann und aufgenommen wird. Also verträglich ist es auf jeden Fall super. Und ich weiß, dass auch schon einige jetzt richtige Fans davon sind und es auch ganz, ganz viele super positive Bewertungen zu diesem neuen Booster gibt. Also schaut jetzt unbedingt in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr da schon mal meine Skincare-Favoriten alle entdecken wollt. Habe ich euch die natürlich unten verlinkt, genauso wie alle anderen Produkte in dem Video gleich, aber vor allem natürlich auch Beautymates und ich habe einen neuen und aktuellen Rabattcode selbstverständlich für euch. Der heißt einfach Violet für 30%, dann könnt ihr gerne stöbern gehen und sparen, sofern ihr das mal neu ausprobieren wollt oder aber ganz gerne halt etwas aufstocken möchtet. Also ich bin super zufrieden mit meiner gesamten Skincare. Da können wir einen Haken drunter machen. Das sind für mich alles Favoriten. Da gibt es, wie ich schon gesagt habe, manche Dinge, die nutze ich häufiger und lieber als andere. Was aber nicht heißt, dass ich die anderen nicht mag. Also es ist halt immer so ein bisschen abstimmen und auch schauen, was brauche ich jetzt gerade, ne? Aber
dieses Duo hier, beste Kombination für abends, absolut hervorragend und eine ganz klare Empfehlung von mir, sofern ihr da tatsächlich mal auf der Suche nach was Neuem seid. Machen wir mal weiter im Bad und erstmal so ein bisschen bei dem Thema Pflege, mehr oder weniger. Und kommen wir mal zu einem Fehlkauf, beziehungsweise ist es kein richtiger Fehlkauf, weil ich es nicht selbst gekauft habe. Es war nämlich ein PR-Sample, beziehungsweise genauer gesagt, es war gar kein PR-Sample, es war in einem Adventskalender drin. Und zwar ist es das Deo von Wild. Ihr wisst ja, ich benutze eine Zeit lang, also was heißt eine Zeit lang, eigentlich schon ziemlich lange jetzt, Deo-Cremes eher. Ich habe mich super gefreut, als das da drin war, weil das wird ja auch sehr, sehr gehypt, weil es halt so ein Refill-System ist. Das heißt, ihr könnt halt, also habt ihr einmal diese Verpackung und ihr könnt euch halt das Refill, ich glaube, irgendwo hier muss man draufdrücken und dann könnt ihr da Druss und dann kann man das immer wieder sozusagen halt erneuern und muss nicht die Umverpackung neu kaufen. Die sind relativ beliebt, habe ich dann mal festgestellt, und ich finde das Deo an für sich ganz okay. Es ist nicht so geil wie meine Deo-Creme von Skin Natur oder von Wolkenseifen, aber was mich halt daran noch mehr ärgert, ist tatsächlich die Verpackung selbst. Und zwar könnt ihr das hier auch schon so ein bisschen auf der Verpackung erkennen, weil die immer schmuddelig aussieht. Also ich drehe das ja dann hier so raus, also so sieht jetzt das Deo selber aus. Man dreht das hier unten dann so raus, damit ich das dann halt auftragen kann. Und das Problem ist, also ich gehe dann halt immer so zück, 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 hoch und runter. Und das Problem ist, das Deo setzt sich halt überall an dieser Verpackung ab. Die Idee grundsätzlich, ein Refill-Ding zu machen, finde ich ja super. Aber das da, ich weiß nicht, für wen das funktioniert, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt auch noch meine Deo-Verpackung jeden Tag putzen zu müssen. Deswegen sieht die halt auch so gammelig aus, wie sie aussieht, weil mir das einfach zu umständlich ist, ja. Und keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die mit solchen Verpackungen irgendwie das Problem hat, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich finde, es ist gammelig. Und mich nervt es einfach, wenn ich drauf gucke. Ich werde es natürlich aufbrauchen, aber traurigerweise, ich hatte zuerst überlegt, hey, vielleicht wird es eine Alternative, vielleicht kaufe ich dann das in Zukunft nach. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht nachkaufen, weil es ist mir einfach, passt nicht für mich, ja, passt einfach nicht. Ich glaube, ich mache jetzt immer so ein bisschen abwechselnd. Das gerade war ja eher so ein Fail und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Favoriten. Und das ist vor allem eine Marke in Sachen Bodylotion. Sol de Janeiro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren so unfassbar viele Bodylotions ausprobiert, aber ich lande zurzeit immer wieder bei Sol de Janeiro. Nicht nur die Coco Cabana Cream, die ja nach Kokosnuss und Cookies gemischt irgendwie duftet, ist mein absoluter Dauerfavorit, sondern auch die Bum Bum Cream heißt die, glaube ich, ne? Das ist die gelbe. Und jetzt habe ich mir doch die Bom Dia Bright Cream geholt. Die habe ich jetzt seit neuestem. Den Duft finde ich unfassbar geil und sie ist halt wirklich genau wie ich es von der Marke kenne, super schön aufzutragen, zieht schnell ein, der Duft ist sehr intensiv erstmal, aber bei der Coco Cabana rieche ich 2 Tage nach Kokosnuss, was ich persönlich sehr feier. Muss man natürlich auch mögen, aber ich feiere es halt ganz explizit. Und die hier ist ein bisschen dezenter, der Duft hält nicht ganz so krass und hier sind halt auch so, hier ist AHA und Vitamin C noch drin. Eine Langzeiterfahrung kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, die soll auch eigentlich Antizellulite sein, ist mir ja persönlich Wumpe. Ich wollte halt einen frischen, fruchtigen Duft jetzt fürs Frühjahr, Sommer und bin sehr zufrieden mit dem Kauf hier wieder. Ich kaufe die allerdings immer nur, wenn ich mindestens 20% bekomme, ne? Weil sonst ist mir die zu teuer. Also das Töpfchen kostet unreduziert 40 Euro, was ein echter Hammer ist. Aber man muss halt fairerweise auch dazu sagen, ich kaufe die nur 2-mal im Jahr. Also das heißt, für die 40 Euro hält die mir roundabout ein halbes Jahr, was ich dann wiederum fair finde. Ne, es ist immer so ein Abwägen. Ich weiß, man kann viel Geld oder wenig Geld ausgeben, ist immer alles richtig, aber wenn ich dann weiß, okay, die steht da, keine Ahnung, 4-5 Monate, easy peasy, ist die auf jeden Fall voll, dann ist es für mich in Ordnung. Dann kann ich das auch etwas leichter ausgeben und habe nicht ganz so ein schlechtes Gewissen und denke mir so, oh, du gibst viel zu viel Geld für Skincare aus oder Bodycare in dem Falle. Nee, geht für mich, ist auf jeden Fall noch im angemessenen Rahmen. Ich mag die Marke auf jeden Fall total gerne. Dann kommen wir jetzt natürlich nach Adam und Riese wieder zu einem Fehlkauf und das ist das hier. Die
die Reparaturspülung von Naturebox mit kaltgepresstem Avocadoöl. Das war, muss ich ja auch zugeben, ein Notkauf, weil ich nämlich, ich war in einem anderen Laden, kam nicht in die normale Drogerie. Das war auch bevor ich angefangen habe, die Pomelo-Produkte zu benutzen. Momentan benutze ich jetzt seit 3 Monaten ungefähr. Ich glaube so roundabout 3 Monate benutze ich nur noch die Produkte von Pomelo, womit ich extrem zufrieden bin. Und das hatte ich kurz davor gekauft, weil ich halt keine Spülung mehr hatte. Ich brauchte dringend eine. Es gab mein Garnier Hair Food nicht. Und deswegen musste ich halt zu der greifen. Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, war ein totaler Fehlkauf. Irgendwie komme ich mit der nicht klar. Ich habe dann gedacht, okay, ich kaufe halt wenigstens irgendwas, was halt, ne, zertifizierte Naturkosmetik, 98% natürlicher Ursprung, frei von Silikon und so. Ich dachte, ich tue mir halt irgendwie so einigermaßen was Gutes. Der Duft ist geil. Duft ist mega, aber die Spülung tut's halt für meine Haare persönlich nicht. Ich bin aber jetzt auch froh, dass ich halt alles nur noch von Pomelo habe und echt super zufrieden damit bin. Ich weiß, mit der Marke tun sich ja auch immer alle ein bisschen schwer, weil es halt so eine klassische Influencer-Marke ist. Ich persönlich komme gut mit den Produkten zurecht, lieb die sehr. Ich habe übrigens heute auch, beziehungsweise gestern, eine Story auf Instagram veröffentlicht zu Pomelo. Ich habe nämlich einen aktuellen neuen Code. Ich schreibe euch den jetzt hier auch nochmal rein. War eigentlich gar nicht geplant hier für YouTube, dass ich Pomelo spreche, aber ich dachte, ich erwähne es einfach nochmal, weil vielleicht sonst auch die Frage kommt, naja, wenn du das nicht magst, was benutzt du denn dann für deine Haare? Und die Antwort ist halt Pomelo und Co. Und falls ihr möchtet, könnt ihr gerne den Code benutzen. Ne? Ist immer alles freiwillig. Und die hier werde ich jetzt trotzdem wohl oder übel vielleicht zum Blondieren aufbrauchen, denke ich mal, oder zum Verlängern von Haarfarben. Ne? Kann man Spülungen halt sehr, sehr gut benutzen. Oder aber vielleicht findet sich noch ein Abnehmer in meinem Freundeskreis, Familienkreis, muss ich mal gucken. Wird auf jeden Fall von mir selber so klassischerweise nicht mehr benutzt, weil es nicht mein Ding gewesen. Dann machen wir mal weiter mit einem Liebling. Genau, mit einem Favoriten. Und da kann ich euch direkt einen Vergleich eigentlich geben. Und zwar, was das Thema Leave-In-Conditioner anbelangt. Sind wir nochmal beim Thema Haare. Mein absoluter Favorit, zu dem ich immer wieder zurückgehe und alles, was ich dazwischen ausprobiert habe, war ein absoluter Fehlkauf, ist der von Way. Ich weiß, dieses Fläschchen ist unfassbar teuer, aber es gibt halt für mich persönlich keinen besseren Leave-In-Conditioner. Den benutze ich nach dem Haarewaschen und vor dem Föhnen und Stylen. Da ist nämlich ein Hitzeschutz mit drin und der macht halt wirklich die Längen und Spitzen. Ja, der gibt halt einfach nochmal mehr Feuchtigkeit wieder. Also ich merke das schon und merke auch einfach, meine Haare, meinen Haaren und Spitzen vor allem, tut es halt besser, wenn ich den benutze nach dem Waschen. Und das hier ist der beste. Ich habe schon alle möglichen Marken jetzt durchprobiert. Ich komme immer wieder zu diesem Produkt zurück. Seit, ich glaube, 4 Jahren jetzt insgesamt und möchte auch nichts anderes mehr kaufen. Und auch den, ich weiß, der ist teuer, kostet 30 Euro das Fläschchen, aber hält auch bei mir so ungefähr 4-5 Monate circa. Ihr seht, ist noch gut was drin jetzt und ich kaufe den auch immer im Rabatt, wenn der im Angebot ist oder ich einen guten Code habe und dann passt das für mich. Direkt das Pendant, nämlich der Fehlkauf dazu, weil ich dachte, hey, probier mal was aus. Ne, ihr wisst es ja, wie das läuft, aber dann landet man trotzdem wieder bei den alten Favoriten, war ich dann nämlich in der Drogerie und ich bin ansonsten ein super Fan der Marke. Ich habe dann nämlich von Jean und Len den Keratin Leave-In, also die Keratin Leave-In Aufbau, alter Schwede, das Keratin Leave-In Aufbau Spray für strukturgeschädigtes Haar gekauft, weil ich dachte, ich möchte ja auch gerne kleine Marken unterstützen und bin generell halt von den Shampoos und dem Conditioner ein großer Fan von Jean Len, habe ich vor Pomelo benutzt, finde ich super. Und deswegen dachte ich, hey, probierst du auch das Leave-In aus. Komme ich leider nicht mit zurecht. Funktioniert für mich gar nicht. Da sind meine Haare super trocken danach. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da drin ist, was meine Haare so austrocknet. Ich habe es ein paar Mal benutzt, ich habe es wirklich versucht. Ich dachte auch eigentlich, ich hätte es schon weggeworfen, aber da seht ihr halt. Manchmal denke ich so, okay, vielleicht probierst du es doch nochmal, vielleicht funktioniert es irgendwie für dich. Nein, es funktioniert nicht. Also mal gucken, ob ich dafür einen Abnehmer finde. Ansonsten muss ich es wohl oder übel wegwerfen. So ist das halt manchmal.
Deswegen ja auch das Video Fehlkäufe und Favoriten. So läuft's. Dann gehen wir jetzt mal über in die dekorative Kosmetik und zu zwei Fehlkäufen bzw. einem Fehlkauf und einem Favoriten gleichzeitig. Und zwar sind das Schwämme von Real Techniques. Ich habe normalerweise immer die klassisch Orangen. Moment, wo ist mein Schwamm? Die da. Das ist mein Standard-Schwamm von Real Techniques. Seit Jahrenden. Schon immer gefühlt. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Kaufe ich immer wieder nach. Dann gab es den irgendwie nicht. Oder ich wollte nicht online bestellen und dachte, ich tue dem stationären Handel was Gutes und kaufe in der Drogerie oder irgendwie so. Und dachte, ich probiere mal aus und habe mir andere von Real Techniques bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hier hieß. Der ist auf jeden Fall eine komplette Vollkatastrophe. Ihr seht, ich habe den zwar benutzt, aber Katastrophe. Damit kriege ich mein Make-up und Concealer und gar nichts aufgetragen. Und der hier, der ist noch verpackt, weil ich Angst habe, den aufzumachen. Ja, weil ich mir, das ist der Miracle Powder Sponge, also eigentlich nur für Puder zu setten. Aber ich habe schon Angst, weil ich schon befürchte, dass das genauso ein Fail ist wie der andere und ich einfach nur bei meinem Orangenschwämmchen bleiben soll. Das ist Sarah, ne? Leute, wisst ihr? Also von daher auch absoluter Fehlkauf, weil ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Muss man ganz ehrlich sagen. Kommen wir zu einem Favoriten und ich bin so unfassbar glücklich, dass es den endlich wieder gibt. Das ist nämlich der Becca Under Eye Brightening Corrector. Ist jetzt gerade erst wieder bei mir eingezogen. Becca hatte ja den Betrieb eingestellt, die haben Corona nicht überlebt und ich war super traurig. Und dann kam die Nachricht, dass Smashbox die Rezeptur bzw. die Lizenz an diesem Produkt erworben hat. Und dann hat es jetzt ewig gedauert und es gab die ganze Zeit nur in den USA. Und ich war schon überlegen, ob ich mir wirklich diesen Under Eye Brightening Corrector in den USA bestelle, Leute. Ja, so bescheuert bin ich nach diesem Produkt, dass ich das erste Mal ernsthaft in Erwägung gezogen habe, es aber dann am Ende aufgrund der Lieferkosten gelassen habe, weil ich mir dachte so, nein, Sarah, du spinnst. Er wird irgendwann toi 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 nach Deutschland kommen und das ist jetzt der Fall. Er ist jetzt in Deutschland verfügbar. Ich bin mega happy, habe direkt auch dann ein paar Tage später, als ich es, mir hat es nämlich eine von euch bei Instagram gesagt, dass er jetzt da ist und verfügbar ist, habe ich auf einen Code gewartet und habe es sofort bestellt und ich bin mega happy, dass es den jetzt auch einfach wieder gibt. Bestes Produkt ever and ever. Also wenn ihr mich schon von Anfang an guckt, wisst ihr, dass ich den schon seit Anfang an benutze, seit ich hier Beauty-Videos mache. Ja, das ist einfach mein Essential und ich bin sehr, sehr glücklich. Dann gibt es noch ein Produkt, das habe ich letztens einfach mal so spontan in der Drogerie mitgenommen. Und ich weiß noch nicht, ob es ein Fehlkauf wird. Vielleicht verstehe ich auch das Produkt nicht. Und zwar habe ich von Essence Lip Care Booster. Das ist ein Caring Lip Peeling. Also eigentlich hatte ich so verstanden, das ist, ja, es ist ein pflegendes Lippenpeeling, aber es ist so wenig Peeling, dass es irgendwie nicht so wie so ein richtiges Peeling ist, aber es ist zu peelingmäßig, als dass man es als Pflege drauf lässt. Also ich weiß halt nicht, es stand halt nichts dabei. Ich weiß halt nicht, ob man das drauf lässt auf den Lippen oder ob man das wie andere Peelings, wie ich das kenne, zum Beispiel von Lush hatte ich ganz lange Zeit mal ein Lippenpeeling, ob ich das runterwaschen muss. Aber es ist halt so wie so ein Balm auf den Lippen, aber einfach wie so ein Balm mit so Krümmels drin, wisst ihr? Also ich weiß halt noch nicht, ob ich das Produkt vielleicht irgendwie missverstehe. Keine Ahnung. Ich tue mich aktuell schwer, weil ich nicht weiß, wie ich das verwenden soll und ob ich es richtig verwende. Ich werde es mal natürlich noch weiter aufbrauchen. Der Duft ist toll, der Pflegeeffekt ist auch gut, aber es ist halt irgendwie irritierend, dass man halt dieses Gegrümmels da auf den Lippen drauf hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Mal sehen. Vielleicht hat ja eine von euch das Produkt und weiß, wie man es perfekt anwendet. Also dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ich lerne gern dazu. Dann habe ich nochmal zwei Fehlkäufe in Sachen Augenbrauenstift. Ein Fehlkauf, der mir richtig, richtig weh tut, ist der hier. Und zwar ist es von Kat Von D, der Signature Brow Precision Pencil in der Farbe Taupe. Der hier tut halt besonders weh, weil das gute Stiftchen hier so etwas über 20 Euro gekostet hat. Und dann ist das natürlich immer super bitter. Der ist an für sich, ist der nicht schlecht. Die Farbe ist nur vollkommen falsch. Also der hat auch fast gar keine Farbabgabe. Das ist Taupe. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein Montagsprodukt, eine Fehlproduktion oder keine Ahnung was abbekommen habe, aber der ist
also jetzt hier auf der, aber man muss, oh, und jetzt bricht er schon ab. Also man muss halt wirklich, um überhaupt so einen Hauch von Farbe runterzukriegen, richtig feste da dran gehen. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie ausgetrocknet ist oder so, I don't know. Und er bricht halt auch super schnell ab. Und dazu kommt halt kaum Farbe auf meine Augenbrauen. Also das ist sowas von ein absoluter Fehlkauf. Richtig traurig. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob ich ein Montagsprodukt erwischt habe. I don't know. Aber der ist auf jeden Fall komplette Grütze. Kann ich anders nicht sagen. Und dann habe ich jetzt auch wieder ein kleiner Notkauf, weil mein Favorite ist nämlich zurzeit der Essence Superlast 24 Hour. Das ist ein Eyebrow Pomade Pencil, waterproof. Richtig geiles Teil. Ich habe den in der Farbe 20 Brown. Die war jetzt in der Drogerie ausverkauft, wie leider so oft. Und dann habe ich zu was anderem gegriffen. Den habe ich heute benutzt. Und ich habe mir direkt gedacht, WTF, du musst sofort diese Woche nochmal in der Drogerie vorbei, um zu hoffen, dass die gestockt haben und der Essence wieder da ist. Habe ich nämlich von Trend It Up den Super Slim Brow Styler mitgenommen. Farbe, super gut, habe ich heute halt wie gesagt drauf. Farbe passt top, aber der ist mir direkt abgebrochen und das ärgert mich. Das regt mich richtig auf, sowas, Leute. Und ich drück da ja nicht wie so eine Bekloppte rum, wisst ihr? Ich mal da ja ganz zärtlich da, ne? Ich weiß ja schon, wenn das so ein super slim Gedönse ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, aber muss das Produkt denn so weich sein und so kacke formuliert, dass es einem sofort wegbricht? Weil da verlierst, da geht die Kohle einfach runter in den Teppich, wisst ihr? Finde ich kacke. Rege ich mich richtig drüber auf. Merkt man vielleicht ein bisschen. Nun gut, auf jeden Fall abschließend noch ein Favorit, damit wir hier mit was Schönem das Video beenden. Das ist das hier. Ich mag seit jetzt schon bestimmt einem halben Jahr meine Augenbrauen halt super gerne mit diesem Soap Brow Styling. Also, dass die halt so schön buschig halt gekämmt sind und so schön halt in Form den ganzen Tag und das hält und hält und hält. Und ich habe das vorher sonst immer mit einer anderen Seife mal gemacht oder auch mit normaler Seife kann man das auch machen. Und dann hatte ich das hier bei Essence entdeckt. Das ist das Brow Styling Soap Set. Und ich habe das jetzt schon das erste Mal nachgekauft. Das Einzige, die Verpackung ist nur eine kleine Fehlproduktion. Aber komme ich mit klar, weil das nämlich jetzt so hier in die Ecken, also hier ist jetzt schon, ne, hit the pan, also da ist nichts mehr. Jetzt ist noch ein bisschen an den Rändern Seife über. Die kratze ich jetzt immer so raus. Das geht auch ganz okay, aber ist halt schon ein bisschen mühselig und sieht halt auch irgendwie ziemlich abgegrabbelt aus. Aber egal, das Produkt selber ist halt, ist großartig. Also falls ihr eure Augenbrauen halt auch so sehr definiert mögt und schon dieses Buschige, ne, und dieses Feste, also es hält wirklich super, super gut den ganzen Tag und halt generell so eher eine Statement-Brow, dann kann ich euch das hier auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich bin super zufrieden damit und habe es halt, wie gesagt, jetzt das erste Mal nachgekauft. Und wenn ich dann wieder den passenden Augenbrauenstift dazu bekomme, bin ich auch wieder rundum glücklich mit der Augenbrauen. Ich hoffe, ich finde ihn demnächst wieder. Meine Hübschen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einfach ein ganz kleines bisschen ausspannen und gemütlich genießen heute am Sonntag. Schreibt mir doch mal ganz gerne in die Kommentare, was euer letzter Fehlkauf war und ob ihr euch da auch so drüber ärgern könnt. Also ich kann mich da wirklich so massiv einfach drüber ärgern, vor allem, wenn es dann so ein krasser Fehlkauf ist, dass ich wirklich nicht anders kann, als das Produkt wegzuwerfen. Ich würde mir so, so oft wünschen, dass es für viele Dinge einfach so Pröbchen geben würde. Das wäre so großartig, weil ich glaube, damit könnte man manchmal tatsächlich einen Fehlkauf vermeiden. Aber nun gut, so ist das. Für den einen funktioniert es, für den anderen ist es Schrott. So wird es immer sein, Leute, ne? So wird es immer sein. Dann kommen wir jetzt natürlich noch zum Kommentar des Tages und der ist heute von der Bianca. Die hatte nämlich geschrieben auf den Vlog, da hatten auch ganz, ganz viele von euch super geile Tipps zum Thema Hecke. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Sie hat geschrieben, ich schaue euch so gerne, ihr seid so harmonisch miteinander, so lustig und schlagfertig. Ganz, ganz lieben Dank für das Kompliment und liebe Grüße an dich persönlich. Freut mich auf jeden Fall immer sehr und ich muss auch sagen, die Vlogs machen mir super viel Spaß. Es ist mal von Woche zu Woche unterschiedlich, wie viel Bock ich drauf habe oder wie gut ich es auch hinbekomme, euch mitzunehmen. Aber ich versuche und gebe immer mein Bestes, denn ich merke und sehe ja auch einfach, dass euch das auch Freude macht. Und ja, von daher vielen Dank nochmal dafür, dass ihr den Vlog auch hier auf dem Kanal, jetzt sind es ja schon bald 30 Vlogs, die hier sind, so gut aufgenommen habt. Das freut mich auf jeden Fall. Und jetzt macht euch noch einen wundervollen Sonntagabend. Startet mir alle gut in die neue Woche morgen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!